Ja, dann herzlich willkommen zum Pressegespräch bezüglich der Spende von den 15.000 Flaschen Desinfektionsmittel und den 35.000 Community-Masken. Vielleicht ein kleines bisschen einen Schwank zur Entstehungsgeschichte. Mein Name ist Heiko Debner, ich bin der Geschäftsführer von Lamina. Als wir vor 7 Jahren unsere Firma gegründet haben, haben wir in einer gewissen Routine und in einer gewissen Geflogenheit gesagt, dass wir einmal pro Jahr Kundenevents machen und dass wir diese Kundenevents auch immer in den Mittelpunkt stellen, ein soziales Projekt. Das haben wir die vergangenen Jahre so gemacht und dieses Jahr kam Corona, da wurden die Karten etwas neu gemischt, aber mit gut antrainierten Dingen, die man macht, sollte man, wie ich finde, auch in Corona nicht das Verhalten ändern, sondern auch Dinge beibehalten. Und so haben wir in diesem Jahr überlegt, wie können wir unser Kundenevent und unsere Ambition, was Gutes zu machen für die Gesellschaft, in diesem Jahr etwas umgestalten. Haben damals seinerzeit im Sommer festgestellt, dass die Schulen ja wieder öffnen und dass in dem Kontext natürlich auch gewisse Anforderungen an Hygiene, an Prozesse etc. gelten. Haben wir natürlich in der Agentur für uns auch festgestellt, dass das immer gar nicht so einfach ist. Und haben dann gesagt, Mensch, dann lass uns das doch als Anlass nehmen. Wir sind mit sowohl der Stadt Darmstadt sehr verbunden als Lokalpatrioten, als auch mit dem Landkreis, wo ich ja gebürtig herkomme und auch immer noch gute Verbindungen habe, nicht zuletzt die familiären. Lass uns das so beibehalten und auch in diesem Jahr fortführen. Dann habe ich Kontakt aufgenommen zum Lions Club, mit dem ich auch eine gute Verbindung habe, weil ich da auch persönlich aktiv bin. Und so hat sich dann eben auch Lions Club und dörten Kollegen, unsere Notare, mit bei dieser Spendenaktion angeschlossen. Im Insgesamten lässt sich sagen, dass wir hier in dieser Dreierkonstellation einen Warenverkaufswert realisieren konnten von knappen 50.000 Euro. Das finde ich in Anbetracht der Corona-Krise, in der wir uns befinden und wo es doch auch das eine oder andere durcheinander gewürfelt hat, einen durchaus stattlichen Betrag, weil wir hier nicht in der Runde der Großkapitalisten sind, sondern in der Runde der kleinen mittelständischen Unternehmen oder auch kleinen Vereinen, wo wir immer überschaubare Budgets haben. Und von daher würde ich kurz gerade an dich übergeben, wie war es denn mit dem Lions Club? Ja, wir vom Lions Club sind Menschen, die sich vereinigt haben und geradezu suchen, wie können wir helfen. Denn unser Motto heißt, we serve. Und unsere Ethik geht ganz nach Arthur Schopenhauer, der gesagt hat, helfe allen so gut du kannst, schade niemandem. Das ist unser Weg. Und als Herr Debner, der ja unser Sekretär im Lions Club ist, die Aktion uns vorstellte, da gab es überhaupt gar keine Zweifel. Wir beteiligen uns und haben sofort zugesagt, sodass die Sache schnell ins Laufen gekommen ist. Und wir sind froh, dass es heute soweit ist, dass wir das alles übergeben können und freuen uns, wenn wir eine Rückmeldung bekommen, Herr Schellhass, dass wir sehen, wo das Zeug dann auf die Hände und die Nasen kommt. Ja, bitte. Ja, bei uns ist es auch so, der Heiko hat uns angesprochen bei Dörn und Kollegen und ich bin selber ja auch Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern, habe gemerkt, wie es in der ersten Lockout-Phase schwierig war, die Kinder zu Hause zu beschäftigen, Schule zu ersetzen, was ja auch nur schwer möglich ist, aber Lerninhalte weiterzubringen. Und als der Heiko gesagt hat, ob wir da bereit wären zu unterstützen, war mir als Mutter natürlich auch gleich präsent gewesen, dass es wichtig ist, solange es geht, die Schule offen zu lassen. Und da war für uns von Dörn und Kollegen klar gewesen, dass wir selbstverständlich gerne einen Beitrag dazu leisten, mit diesen Sachspenden, dass Schulen einfach in dem Umfang, wie es unter Corona-Bedingungen möglich ist, möglichst lange offen haben, damit alle Kinder die Möglichkeiten haben, weiter unterrichtet zu werden. Und deswegen war es für uns überhaupt keine Frage und wir waren direkt dabei gewesen und sind froh, dass wir uns mit so einem Beitrag an der Stelle auch erkenntlich zeigen können für die ganze Arbeit und die Organisation, die von den Schulen und von der Stadt und vom Landkreis dementsprechend auch in die Wege geleitet wurde, dass unsere Kinder weiterhin zur Schule gehen können. Herr Oberbürgermeister,
Wir haben im Vorfeld miteinander gesprochen, auch abgestimmt, welche Mengen machen denn da überhaupt Sinn. Also das haben wir ja nicht gewürfelt, sondern haben wir an der tatsächlichen Notwendigkeit, ist ein großes Wort, weil ich weiß, dass die Versorgung natürlich grundsätzlich auch gewährleistet ist. Aber wie darf man sich das in der Stadt vorstellen? Für was wird es konkret gebraucht und wo können Sie es konkret einsetzen? Also diese Spende ist eine sehr wertvolle Spende und wir brauchen das im Grunde an all den Orten, wo viele Menschen zusammenkommen, die von der Stadt vorgehalten werden müssen. Das wird ganz sicher so sein, das wird jetzt erstmal sozusagen in die Obhut der Feuerwehr, der Berufsfeuerwehr kommen und dann gehe ich davon aus, dass der große Anteil an Community-Masken und auch an Desinfektionsmitteln an Schulen, wobei wir hier auch auf Unterstützung des Landes Hessens mittlerweile setzen können, in Alten- und Pflegeheime und in andere Einrichtungen, beispielsweise der Jugendhilfe, kommen, die direkt in der Verantwortung der Stadt sind. Ich will vielleicht schon auch nochmal deutlich sagen, wir sind ja seit März, seit dem ersten Lockdown, in einer wirklich außerordentlichen Situation. Ich finde, diese Spende, mein herzlichen Dank natürlich an Sie, Herr Debner, aber auch an Rechtsanwälte Döll und Kollegen und an den Lions Club, ist, finde ich, Herr Landrat, wenn ich so sagen darf, gerade in der jetzigen Situation wichtig, weil die jetzige Situation davon gekennzeichnet ist, dass Inzidenzen hochgehen, dass Infektionszahlen hochgehen und es ist geradezu eine Mahnung auch an die Bürgerinnen und Bürger und uns alle, wirklich die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Und wenn man hier eine Unterstützung bekommt von Ihren drei Institutionen, dann ist das wirklich sehr stark und freut mich sehr. Herr Landrat, Sie sind ja in einer sehr stringenten Kommunikation auch unterwegs. Ich folge Ihnen ja auf allen Social-Media-Kanälen, die es gibt und ich hätte nie gedacht, dass ich den Landrat mal als Einhorn sehe. Aber Spaß beiseite, wie ist es denn im Landkreis, wo sind Notwendigkeiten, für was kann man sowas gebrauchen und wie ist überhaupt die Lage im Kreis? Also bei den Notwendigkeiten will ich mich dem Oberbürgermeister anschließen. Wir haben schon eine institutionalisierte Versorgung in den letzten Monaten erleben dürfen mit allen Desinfektionsmittel, andere Dinge, aber Jochen Patsch hat es gesagt, wir haben schon noch so ein paar schon uns auch am Herzen liegende Einrichtungen, die da immer noch unterm Radar sind. Also ich glaube, es sind nicht alle Schulen gleichermaßen versorgt, das ist übrigens auch interessant. Dann ist an der einen oder anderen Schule, ich nehme jetzt mal unsere Förderschulen, von denen wir in Stadt und Landkreis viele haben, sicherlich der Bedarf größer als an einer Regelschule. Und dann haben wir gerade im Bereich Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, die unserem Radar fliegen. Deshalb sehe ich dort eine Verwendungsmöglichkeit, möchte mich aber dem anschließen, dass es auch darum gehen wird in den nächsten Monaten. Und ich schicke Frau Haus, ich hoffe nicht, dass es so schlimm kommt, wie man uns das gerade prognostiziert oder wie wir es in unseren europäischen Nachbarstaaten. Meine zweite Heimat ist Südfrankreich. Nicht nur das schlimme Unwetter der letzten Tage, aber auch eben die hohen Infektionszahlen in Frankreich, in Spanien, in anderen Ländern. Das ist schon etwas, ich habe die Hoffnung, dass es uns gelingt, dass das bei uns nicht so schlimm kommt. Aber wir werden diese Spende und alles, was damit verbunden ist, brauchen in den nächsten Wochen und Monaten. Und es wird auch so sein, dass mit Jahresanfang 2021 das nicht vorbei sein wird. Und es wird auch nicht vorbei sein, wenn wir dann irgendwann mal einen Impfstoff haben, weil wir ihn nicht so schnell an Frau und Mann und Kinder bringen können. Das heißt, wir werden noch bis tief ins nächste Jahr hinein uns mit Corona zu beschäftigen. Wenn ich das hier bei der Gelegenheit mal sagen darf, wir machen das schon auch prima. Und da zeigt sich mal wieder die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Landkreis Jochen, auch bei der Funktionalität und Fähigkeit unseres Gesundheitsamtes, diese Krise so zu managen, wie sie das tut. Ich will das hier mal loswerden. Dass die flogen eigentlich jahrelang. Die haben seit 60 Jahren, seit kurz nach dem Krieg gibt es diesen Zweckverband. So
zwischen Stadt Darmstadt und dem Landkreis. Das hat man damals klug gemacht, wie ich finde. Ist eine Ausnahmesituation, gibt es ganz selten. So diese Region hat es gemacht. Finde ich großartig. Die haben ihre Kernaufgaben gehabt, über viele Jahrzehnte erfüllt. Aber so etwas, diese Situation, was sie im Augenblick meistern, das ist absolut riesig. Die sind, das gibt ja auch gar keine Blaupause dafür. Also die bei der Gelegenheit, weil ich weiß, dass das vielleicht auch in Teilen ausgestrahlt wird, ist mir das wirklich wichtig, dass das mal angesprochen wird. Was ihre Spende betrifft, zeigt das etwas, was Corona uns auch gebracht hat. Ich bin überzeugter Homeshopper und war heute Morgen in so einem Sportgeschäft, in so einem kleinen, und habe mir ein Fließhemd abgeholt, was ich dort bestellt habe. Und da sagte der alte Ladenbesitzer, der Herr Grimm in Dibur, der schon vieles erlebt hat, sagte, das ist ganz schwierig für uns. Aber die Menschen sind sich, obwohl sie Abstand halten müssen, auf eigenartige Weise näher gekommen. Und das zeigt, glaube ich, auch ihre Spende. Ja, natürlich, der Lions Club hat das in der Tradition. Trotzdem ist es für uns, die wir das entgegennehmen dürfen, keinerlei Selbstverständlichkeit, dass Lamina, dass wir mit Kollegen dabei sind. Das ist etwas, was für uns etwas Besonderes ist. Und es ist ein wunderbares Beispiel und ich hoffe, es steckt viele, viele andere. Und deshalb riesen Dankeschön für diese Spende an dieser Stelle. Und wir werden, Frau Schmidt, die da hinten sich ein bisschen versteckt, und ich, wir werden auch das dokumentieren, wo das gelandet ist. Ja, da gibt es viele Menschen, geben, die sehr dankbar sind dafür. Vielen Dank. Also ich möchte mich natürlich bei den Spendenkolleginnen und Kollegen bedanken, bei Ihnen recht herzlich fürs Kommen und zu guter Letzt vor allem aber auch nochmal bei unseren Mitarbeitern, weil Aktionen dieser Art sind auch immer Aktionen, die wir im Team besprechen, die wir auch im Team für gut heißen. Und da bin ich schon an der Stelle auch sehr stolz drauf, dass trotz wirtschaftlich harten Umständen und einem Korsett, was man enger schneiden muss, immer noch in unserer DNA liegt, dann auch mit den Mitteln, die man hat, was Gutes zu tun. Und auch das ist für mich keine Selbstverständlichkeit. Und deswegen auch vielen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die solche Aktionen dann mittragen. Vielen Dank.